Guck, da ist die wieder. Mit der Nico, die wieder mal ein bisschen anders aussieht, befinden wir uns hier in einem vor einem Pariser Straßencafé mit Jack Zock Baphomets Fluch 5, der Sündenfall. Und das ist eine Sünde, dass ich ein Point-and-Click-Adventure auf der Konsole spielen muss. Auf der PlayStation 4. Wer kennt diese Konsole? Ich nehme an, keiner. So, ein Spinner, hey. Ja. Inventar. Was haben wir? Was hab ich? Stimmt, wir haben uns in Inigos Inventar noch nicht angeguckt. Wir könnten mal versuchen. Ach, stimmt, da war ja was. Kriege ich das Ding hier irgendwie lauter gestellt, dass ich das vors Mikro halte? Wieso kommt der Scheiß über, wo ist der überhaupt der Lautsprecher? Hier ist der Lautsprecher, der ist hier über der PlayStation-Taste. So, ich versuche das mal ins Mikro zu halten, wenn ich, wenn das, wenn. Hi George, ich stehe vor der Galerie. Gott sei Dank bist du okay, Nico. Ich habe versucht anzurufen, kam aber nicht durch. Inspektor Moe ist hier draußen und lässt mich nicht rein. Ich habe ein paar Fotos geschossen, aber der Typ ist abgehauen. Der arme Henri ist tot. Ich weiß, aber warum nur? Das versuche ich herauszufinden. An der Alarmanlage ist rumgespielt worden. Sieht für mich wie ein Insider-Job aus. Also nicht der übliche Raub. Und nicht das übliche Gemälde. Der Priester behauptet, La Malédiction sei böse. Ich muss in das Büro nachsehen, was die Überwachungskamera zeigt. Vielleicht könntest du mir helfen, wenn du wieder drin bist? So, ich muss mir das dann später in der Aufnahme mal anhören, wie sich das anhört. So. Ich wüsste, wie gesagt, nicht, wie ich hier das Sound. Wie gesagt, das kommt ja von der PlayStation. Das ist, weil ich kaum am Rechner machen können. Also, ich kann nicht, dass man da, kann man das nicht irgendwo umstellen in der Option hier? Haben wir keine Option? Warte mal. Wie gesagt, ein Hauptmenü. Tipps. Charaktergalerie. Nee, 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 nee. Warte mal. Was ist das denn überhaupt? So, was mache ich damit? Eine Fotojournalistin. Nicole Collard. Fotojournalistin. Nico ist gewieft, keck und scharfsinnig. Keiner macht ihr so leicht etwas vor. Doch sie weiß Ehrlichkeit und Mut zu schätzen. Und sie stellt sich auf die Seite derer, die Korruption bekämpfen oder sie für den kleinen Mann stark machen. Am liebsten sind ihr Leute, die trotz. Mann, was ist denn das? Sind ihr Leute, die trotz allem lachen. Und genau so jemand ist George. No. Weißt du, was wir jetzt einfach mal machen? Ja. Unbeschwert, warmherzig, unerschrocken. Das Foto ist furchtbar. George Enthusiasmus kennt keine Grenzen. Ich dachte, hinter mir wäre irgendwas nicht in Ordnung, weil hinter mir das Zurücksymbol ist, was ihr nur die Ecke seht. Da sitze ich nämlich davor. George Enthusiasmus kennt keine Grenzen und seine unstillbare Neugierde bringt ihn ständig in Schwierigkeiten. Nachdem sich eine Karriere in der Anwaltskanzlei seiner Familie als Fehler erwiesen hatte, verliebte er sich vor einigen Jahren bei einem Urlaub in Paris in die Stadt und erlebte ein halsbrecherisches Abenteuer mit Nico, nicht nur eins. Jo, wen haben wir hier noch? Renri, der ist tot. Jo. Galabiri-Betreiber Henry ist ein schillernder Paradiesvogel in den 50ern, der sich für einen halb so alten Mann hält und glaubt, er könne das schwache Geschlecht an der Kunsthochschule vom Hocker reißen. Er hat es sich zum Ziel gesetzt, das Lesable zu einem der angesagtesten Galerien Paris zu machen. Ziemlich ambitioniert, der arme Henry ist nämlich nicht nur angehaftet passé und leidet unter Geschmacksverirrung, sondern auch völlig weiter. Und jetzt ist auch noch mausetot. Ja, warum erzählst du dann mir die Lebensgeschichte?
Pater Simeon ist kein Kunstkritiker und auch nicht zufällig Les Arts Bleus. Er wurde von einem der Gemälde angezogen, La Maledictio. Ein Gemälde, das, wie ihr fest glaubt, das Werk des Teufels ist. Simeon spricht in Rätseln und ist offensichtlich angespannt. Kann man diesem begabten Priester trauen oder ist er ein wirrer Verschwörungstheoretiker? Nein, er ist nur ein Spinner. Lane. Der wichtigtuerische Aufschneider Lane ist der angebliche eingebildete Kunstkritiker, dem wir. Steht tatsächlich sogar drin. Dem wir damals in Baphomets Fluch 2, der Spiegel der Finsternis, haben wir alles gesehen, alles auf meinem Kanal. Ja, begegnet sind. Die Folge hieß, glaube ich, direkt die Galerie. Oder die Galerie, glaube ich. Er ist arrogant und anmaßend und sieht sich als einer der führenden Kulturkenner Frankreichs. Es ist wirklich, das ist schon krankhaft, ey, das ist ehrlich. Als Connoisseur, keine Ahnung, wie man das ausspricht, die französische Sprache ist furchtbar. Als Connoisseur teurer Weine und feinen Essens hält er sich außerdem für das andere Geschlecht unwiderstehlich. Na, das auf jeden Fall. Elner. Der vor Sarkasmus stiefende Besitzer des Le Tricolore hat sein gallisches Credo und die raue Stimme den Helden der Nouvelle Vogue-Filme angeschaut. Er hasst und verachtet seine bourgeoise Kundschaft. Niveau ist keine Handcreme. Ohne dabei aber jeden Überblick zu verlieren, wer im Viertel was macht. So. Rickenbacker. Oh. Rickenbacker ist die Dorf-Chef bei Paris Mutual und ein Sklaventreiber. Wohnt er jetzt hier, der George, oder? Er ist der festen Überzeugung, dass einen Versicherungsanspruch zu befriedigen ein Zeichen seines Versagens ist. Dieser Satzbau. Außerdem missbraucht er George mit seinen versponnenen linkslastigen, käseliebenden Tendenzen zutiefst und hegt den Verdacht, dass er möglicherweise bei der Wahl sogar den Sozialisten seine Stimme geben könnte. George, sie werden mir doch nicht etwa noch zum Franzosen, oder? So. Müssen wir mal gucken. Ja. Den kennen wir ja noch. Sergeant Moet. Das kann ich noch aussprechen. Hatte seinen ersten Auftritt als Assistent von Inspektor Augustin Rousseau im ersten Teil von Baphomets Fluch. Jawohl, das ist richtig. Moet ist langsam von Begriff, pedantisch und integer und seinen Vorgesetzten unerschütterlich treu ergeben. In Moets Augen kann Inspektor Navet einfach nichts falsch machen. So, machen wir mal weiter, ja. Kannst du hier hintrampeln? Nö. Nee, ich wollte doch noch mal den anderen Typen anrufen. Den haben wir hier. Brachte mal das Ding. Mein Presseausweis. Er öffnete einige Türen, aber nicht so viele, wie ich mir gewünscht hätte. Jo. Was ist das denn? Ronny. Wer ist Ronny? Ronny, ich bin in der Ausstellung in Montmartre. Du ahnst nicht, was ich für einen Knüller habe. Du machst Witze, das ist ein Saftladen. Aber da schon aufregendes sein. Ein Gemälde wurde geraubt und der Galeriebesitzer erschossen. Was?
das gesehen hat. Ichte alles ab. Und ruf mich an, sobald du eine Story hast. Wenn du schnell bist, schaffen wir es in die Abendausgabe. Bis dann, Nicole. So, ich hoffe, das ist jetzt nicht verständlich. Das könnte die Story sein, auf die ich seit Jahren gewartet hatte. Ja. Ronny. Gucken wir uns an, wer Ronny ist. Wir gucken uns an, wer Ronny ist. Wo war das jetzt? Bleib doch mal. Hat's doch gerade gehabt. Nein, geh mal aus dem Inventar raus, Mensch, Mädel. Ja, genau. Charaktergalerie. Jetzt kennen wir auch noch Ronny. Ronny ist Nikos Schroffer, humorloser Redakteur bei La Liberté. Er ist ein Tyrann der alten Schule. Es gibt nur eins, dass er mehr hasst als eine Frau als Reporterin. Und das ist eine Frau mit einer Kamera als Reporterin. Wenn es Nico jemals auf die Titelseite schaffen will, muss sie zuerst an ihrem Boss vorbei. Ja, genau das. Jo, geh mal hier rüber. Jo, mit dem konnten wir nicht viel anfangen. Der erzählt uns nichts mehr. Na, du lauf doch mal. Galeriefenster. Die Leiche war immer noch da drin. Ich musste wieder rein. Aber was rennst du auch davon? Das ist schlimm mit euch Weibern. Es war ein Büro. Der Raum war voll mit sonderbarem Plunder. Mhm. Das Pissoir war ebenso dekorativ wie unangenehm. Wenn du mal musst, Nico, kannst du hingehen. Ich würde nicht gehen, ohne mich mit George besprochen zu haben. Können wir noch weiter rüber? Wir können also hier nicht weggehen. Nochmal mit dem hier quaken. Salut. Bonjour, Madame. Ja, der wird jetzt auch nichts Neues sagen hier, oder? Mir ist noch etwas zu dem Verbrechen eingefallen. Dann sollten Sie es Inspektor Navette gleich sagen. Also, kann ich dann rein? Nein. Wollen Sie mein Foto von dem Dieb sehen? Ils ne passeront pas. Wenn Sie so müde sind, leiden dann nicht Ihre Pflichten darunter? Madame, ich bin absolut professionell. Ich würde doch nie meine Pflichten vernachlässigen. Ich stehe ihr als Inge mein Leben davon ab. Oder mein Job. Sie sagten was von einem Zwischenfall. Was war denn da? Ich will nicht darüber reden. Ich kann nur sagen, es war sehr misslich. Ich bin im Dienst und muss mich konzentrieren. Dienst ist Dienst, Schnaps ist Schnaps. Ich habe kein Interesse an meinem Presseausweis. Danke, Sergeant Mouy. Ja. Ein Buntglasfenster mit einem komplexen Muster, so wie es Touristen lieben. Kommt er gleich wieder rausgestiefelt? Monsieur? Das Leben ist kurz, Madame. Der Sand der Zeit rinnt Ihnen durch die Finger. Ja, kann schon sein, aber... Wir wissen nicht, was wir wollen. Und doch sind wir verantwortlich für das, was wir sind. Es ist ein Verbrechen geschehen. Das ist schrecklich, Madame. Aber Sie wissen ja, was man sagt. Nein, aber Sie werden es mir sicher gleich erzählen. Das menschliche Leben beginnt jenseits der Verzweiflung. C'est vrai, no? Ja, schon klar. Er trieb mich an den Rand der Verzweiflung. Während der Unruhen kämpften wir gegen die Mächte der Unterdrückung. Oh, wirklich? Das war sicher ganz furchtbar. Oh ja! Nur musste ich leider mit den anderen Baristas hinter den Barrikaden bleiben. Wir kochten literweise Kaffee für den Widerstand. So viel Kaffee habe ich noch nie gekocht. Natürlich mussten unsere tapferen Helden dann ständig pinkeln. Aber dank unserem Kaffee haben sie die ganze Nacht gegen diese Speichellecker gekämpft. Nichts von all dem half mir, an Sergeant Mouy vorbeizukommen. Au revoir.
Danke, dass du mich darauf hinweist. So. Oh, hier hinten irgendwas. Ja, was hilft mir denn, an dem vorbeizukommen? Das ist eine ganz witzige Sache. Ein Buntglasfenster mit einem komplexen Muster, so wie es Touristen lieben. Mhm. Lauf doch mal hier hin. Ist hier eine Tür? Das Blaue hier. Ist das eine Tür? Kann ich da rein? Das hier. Wir müssen jetzt hier mal ein bisschen weiter umgucken hier. Was ist hier oben irgendwas? Oh. Inventar haben wir auch nichts. Nee. Kann ich dem Presseausweis zeigen? Und schon ist er wieder da. Hier, mein Presseausweis. La Liberté! Madame, Sie sind nicht das, wofür ich Sie gehalten hatte. Bitte nehmen Sie meine ärztliche, tief empfundene Entschuldigung an. Aber ja, ich nehme an. Weswegen? La Liberté, die große Zeitung der Freiheit. Im dichtesten Kampfgetümmel zwischen all dem Tränengas und dem Blut. Da trug La Liberté die Stimme unserer Revolution hinaus in die Welt. Ich weiß jetzt, dass Sie nicht so eine sind. Sie bestellen bestimmt keine Mandelcroissant. Sie Niemals. Sind eine wahre Tochter Frankreichs. Und ich bin Ihr ergebener Diener. Hm? Dann sieh mal einer an. So. Was? Nee, hier. Nee, geh doch mal aus dem Inventar raus. Das muss sofort festgehalten werden. Und zack. So. Monsieur? Der Weg zur Erleuchtung ist lang, Madame. Vielleicht werden Sie ihn mit mir gemeinsam gehen. Ja, machen wir. Können wir mal kurz reden? Jederzeit, Madame. Na endlich. So, ja. Haben Sie mitbekommen, ob vorhin in der Galerie etwas passiert ist? Ich habe Sie hinter einem Pizzalieferanten herlaufen sehen. Es hieß, er habe jemanden getötet. Das stimmt. Er hat ein Gemälde gestohlen und den Galeristen erschossen. Wie nah wir dem Tode sind. Und doch so weit davon entfernt, ihn jemals zu begreifen. Tja, ich muss unbedingt wieder da rein und herausfinden, was passiert ist. Sehr lobenswert, Madame. Die Wahrheit zu suchen, ist ein nobles Unterfangen. Es ist meine Pflicht als Journalistin. Ja. Wie wär's mit einem Kaffee? Für Sie, Madame, natürlich. Ich kann Ihnen nur eine Art Kaffee servieren. Schwarz, stark, in einer winzigen Tasse. Einen Moment. In einer winzigen Tasse. Wir nehmen eine winzige, witzige Tasse. Nehmen wir. Hier ist Ihr Kaffee, Madame. Vielen Dank, Monsieur. Das schlürft sie nicht gleich aus. Du willst eine Witze mitnehmen haben. Ich wollte das dem Typen da geben. Der Kaffee war heiß und stark. Mhm. Machen Sie mir einen Kaffee zum Mitnehmen? Für eine Revolutionsgenossin? Sehr gern, Madame. Einen Moment. In Frankreich heißt das Kaffee zum Mitnehmen. Bei uns in Deutschland heißt das Kaffee to go. Hier mhm, ist wieder Ihr was Kaffee gelernt. Zum Mitnehmen, Madame. Vielen ja. Dank, Monsieur. Tja, so ändern sich die Zeiten. Der Kellner brauchte meinen Presseausweis nicht noch einmal zu sehen. Ja, halt mich für dumm, ich weiß. Ich weiß selber, dass ich dumm bin. Komm. Oh, Kollege. Speichern das. Ich bin ja Speicherfreak, also. Speichern wir das noch einmal. Wir sind schon bei 4% des Spiels angekommen. Wie lange ist das Spiel? Haufen Geld jetzt ausgegeben, extra nochmal dafür hier, für das Ding. Damit ich das überhaupt spielen kann. Und dann geht das nur eine halbe Stunde oder was? Nee. So, wir geben den mal hier ein Käffchen. Guck mal hier. Servus.
Sergeant Mouet. Ich habe Ihnen einen Kaffee mitgebracht. Kaffee? Fantastisch. Kann ich gut gebrauchen. Warten Sie. Ich darf nicht. Mein kleines Problem. Ein kleines Tässchen kann ja wohl nicht schaden. Sehr verlockend, Madame. Aber ich kann's nicht riskieren. Leider. Dieser Zwischenfall. Es ging um Sie, etwas Kaffee und Ihr kleines Problem? Es war ein Trauerspiel, Madame. Ich bin ganz Ohr, Sergeant. Nun, Sie wirken recht verständnisvoll. Ich verrate es Ihnen. Wie schön. Ich war zur Bewachung des Präsidentenhundes persönlich eingeteilt. Eines Tages, en vacances, hatte der Präsident ein Privatgespräch mit einer Ministerin. Ich blieb bei seinem Hund. Zum Wachbleiben hatte ich Kaffee getrunken und verspürte nun ein gewisses Bedürfnis. Also band ich den Hund an einen Baum und schlug mich in die Büsche. Als ich zurückkam, ertappte ich den Hund bei einer Liaison dangereuse mit dem Terrier der Ministerin. Aber wie ist das rausgekommen? Nun, 2 Monate später brachte der Labrador des Präsidenten 6 prächtige Bastarde zur Welt. Bastarde? Und ich wurde degradiert zum Sergeanten. Gleich nach der Scheidung des Präsidenten. Eine himmelschreiende Ungerechtigkeit, Sergeant. Ja? Finden Sie? Aber natürlich. Sie wussten, Sie durften nicht auf Posten einschlafen. Sie bewachten doch den Präsidenten. Nun ja, eher seinen Hund. Ach, das war doch das Gleiche. Tja, wohl schon. Und indem Sie Kaffee tranken, brachten Sie unserer ruhmreichen Republik das größte Opfer dar. Ihre Karriere. Jetzt, wo Sie das so sagen... Und nun spricht die Grande Nation erneut zu Ihnen. Trinken Sie, Sergeant Mouet, trinken Sie, flüstert sie. Tut sie? Tut sie. Trinken oder auf Posten einschlafen? Was denken Sie? Ich denke, ich werde... trinken? Bravo, Sergeant. Oh weh, oh weh, wenn Sie entschuldigen, Madame, ich muss mal für kleine Gendarmen. Das ja, Zeug ist einfach durchgerauscht. Bewachen Sie den Galerieeingang für mich? Oh, seien Sie unbesorgt, Sergeant. Der hat wohl einen geraden Daumen, einfach so. Ich hatte Mouet abgelenkt. Also, jetzt oder nie. Trophäe erhalten, Dammbruch. Okay, Dankeschön dafür. Wie sind Sie an Sergeant Mouet vorbeigekommen? Nun, ich bin nicht so leichtgläubig, Madame. Ich werde Sie später verirren. Nico, bin ich froh, dich zu sehen. Und wo liegt das Problem? Der Inspektor beobachtet mich mit Argusaugen. Ohne Ablenkung komme ich da nicht rein. Ich sehe mal, was sich machen lässt. Für seine Nase braucht er auch einen Waffenschein. Oh. Wir haben eine Trophäe erhalten, das müssen wir festhalten. Gut, zack, zack. Eiern. So, schwätz mal mit dem. Inspektor Navette, hätten Sie einen Moment? Meine Zeit ist kostbar. Beeilung! Scheint ja ein ziemlich komplexer Fall zu sein, Inspektor. Ein aus dem Ruder gelaufener Raub, nicht mehr, nicht weniger. Da ist doch sicher noch etwas mehr dran. Bitte sparen Sie sich die altlosen Vermutungen, Madame. Die Leiche des Opfers zeigt ein klares Bild, verlässlicher als jede Zeugenaussage. Sehen Sie sich das Einschussloch an und beachten Sie zugleich das Fehlen von Blut. Ein zufälliger Mord, nichts weiter. Finden Sie es nicht komisch, dass der Dieb dieses eine spezielle Bild wollte?
Das Leben ist voller komischer Dinge, Madame. Fingerlose Handschuhe, weißer Undercoat, Nasenhaare. Da beschäftige ich mich lieber mit Mord. Wissen Sie, dass die Alarmanlage sabotiert wurde? Ich habe den Tatort untersucht, Madame. Ich bin voll im Bilde über die Ausschaltung der Alarmanlage. Ich ziehe biologische Beweise reinen Indizienbeweisen vor. Körperteile, Blut, wichtige Dinge. Finden Sie nicht, dass der ausgeschaltete Alarm höchst verdächtig ist? Das forensische Team wird bald da sein. Schildern Sie denen Ihre Bedenken. Lassen Sie mich mit diesem Indizienquark in Frieden. Warum sehen Sie sich nicht den Film der Überwachungskamera an? Madame, das ist nicht mein Fachgebiet. Ich habe mich mit der Leiche zu befassen. Aber das Kameramaterial ist ein Beweis. Es könnte den Mörder identifizieren helfen. Ich korrigiere, Madame. Es ist nur ein Indikator. Der einzig wahre Beweis ist Körperflüssigkeit. Sofern Sie nicht etwas wissen, das mir neu wäre, lassen Sie mich jetzt. Inspektor Navet schien nur Beweise anzuerkennen, an denen Blut klebte. Was halten Sie von dem Amerikaner, George? Er ist zutiefst suspekt. Könnten Sie etwas zur Sache sagen, Inspektor? Jetzt ist nicht die Zeit, Madame. Danke, Inspektor. Ich melde mich, wenn mir noch etwas einfällt. Wenn ich Navet ablenken wollte, musste ich neue Beweise ausgraben. Oder welche basteln. Und je blutigere, desto besser. Je blutigere, desto besser. Warte mal. Was? Ja. Wir gucken noch mal, was über den hier drunter steht. Navet. August Navet war ein Wunderkind. Der Spitzenabsolvent von Frankreichs renommiertester Polizeiakademie. Weiß alles. Hat es aber zu nichts gebracht. Er fällt ständig extrem vorschnelle Urteile. Zieht unweigerlich an jedem Tatort die falschen Schlüsse. Und bevorzugt anstelle einer einfachen Antwort immer die komplizierteste Lösung. Ein brillanter Kopf, der von nichts eine Ahnung hat. Okay. Hätten wir das auch geklärt. Oh, wir speichern mal ab hier. Wie lange haben wir noch? Och, wir haben doch noch genug Zeit. So, Beweise basteln. Ja, womit denn? Können wir mit dem... So. Tipp hier auf das Steuerkreuz rum. Nein. Sind Sie Hector Lane, der Kunstkritiker? Enchanté, Madame. Und was sind Sie für ein Engel? Ich bin Nico Collard, Reporterin. Ah, ein gefallener Engel. Das sind mir die Liebsten. Was können Sie mir über das gestohlene Gemälde sagen? Es heißt La Maledictio, der Fluch. Ein unbekanntes Werk. Erst vor kurzem aufgetaucht. Wer hat es gemalt? Eine mysteriöse Figur namens El Serp, die Schlange. Manche halten ihn für einen Schüler Picassos. Er war gut, aber nicht überragend. Und seine wahre Identität bleibt im Dunkeln. Was können Sie mir über den Diebstahl sagen? Es war ganz entsetzlich. Was wollen Sie denn wissen? Haben Sie mit George gesprochen? Dem Amerikaner? Ja. Er versprach, sämtliche Missverständnisse mit der Polizei zu klären, wegen meiner Anwesenheit hier. Was können Sie mir über Henris Beziehung zur Galerie sagen? Henri? Der gute Henri. Ein strahlender Diamant im Dunghaufen der modernen Kunstszene. Die Galerie gehörte ihm. Was sollen wir nur tun ohne ihn? Erzählen Sie mir von dem Mord, Monsieur. Es ging alles so schnell. Lassen Sie sich Zeit. Was haben Sie gesehen? Ich bin nicht sicher. Könnte ich Ihre Fragen beim Abendessen beantworten? Tut mir leid, Monsieur. Schaffe ich zeitlich nicht. Haben Sie den Dieb gesehen? Ich hätte ihn mir gegriffen, aber er war zu schnell.
Wussten Sie, dass man die Alarmanlage sabotiert hat? Nein, entsetzlich. Deshalb ist der Alarm dann wohl nicht losgegangen. Du Spinner. Hier, mein Presseausweis. Und ich hätte gedacht, Sie seien viel zu jung und schön, um Reporterin zu sein. Danke für Ihre Hilfe, Monsieur Lane. Aus Lane war nichts Brauchbares rauszukriegen. Viel zu jung, sagt er. Fassen wir mal zusammen. Der erste Teil kam 1996 raus. Der Teil hier ist von 2013. Mal davon ausgehend, dass ihr das Ganze auch zeitgemäß in dem Erscheinungsjahr angesiedelt ist, ist Nico und sind sie, Nico und George, hier 17 Jahre älter als im ersten Teil. So, wenn sie im ersten Teil, sagen wir mal, ich weiß gar nicht, wie alt sie da gewesen sein soll, Anfang 20 ist, dann müsste sie jetzt 40, um die 40 sein. Und dort eigentlich genauso. Oder wenn sie schon in den 30ern wollen sind, dann müssten sie ja schon in den 50ern sein. Also Vorsicht mit junger Frau. So. Und wir lassen die junge Frau jetzt mal machen, hier stehen. Denn wir sind fertig für heute. Wir haben es geschafft für heute, für die dritte Folge hier bei Baphomets Fluch 5. Und damit, wie das Ganze hat euch gefallen. Dankeschön fürs Zusehen und tschüss.